Der Slider One aus dem Hause Edelkrone ist gerade mal 23 cm lang und kann das Bild um genau 15 cm verschieben. Ob das im Alltag reicht, erfahrt ihr nach dem Intro. Schon als der Postbote mir das Paket übergab, fiel mir auf, wie schwer es doch ist. Unerwartet schwer. Grund hierfür ist das hochwertige Material, aus dem der Slider One besteht. Beim Auspacken merkt man endgültig, wofür man sein Geld ausgegeben hat. Beim Slider One wackelt nichts. Das Feeling ist top. Mit dabei gibt's noch die typische Karte mit dem Hinweis auf das 5 Minuten lange Handbuchvideo sowie ein Allen Key. Das Slider ist wie bereits erwähnt gerade mal 23 cm lang, 2,2 cm hoch und 9,5 cm breit. Auf der rechten Seite sitzt der Sicherheitsverschluss, welcher nach links auf und nach rechts zugedreht wird. Ist der Verschluss zu, kann der Slider ganz bequem transportiert werden. Bevor ihr den Slider One in eine Tasche steckt, solltet ihr auf jeden Fall kontrollieren, ob die Oberplatte gelockt ist. Auf der rechten Seite wird der Widerstand eingestellt, um den Slider entweder sehr langsam oder sehr schnell bewegen zu können. Gefahren wird der Slider auf einem Lederriemen. Kameras, die auf dem Slider sitzen, dürfen etwa 9 Kilo schwer sein. Auf der mittleren Schiene befindet sich eine Wasserwaage, um das aktuelle Bild zu kontrollieren. Auf der Oberseite sitzt eine 3/8-Schraube. Die Panasonic GH4 wäre folglich ohne einen Adapter nicht kompatibel mit dem Slider One. Allerdings nutze ich sowieso den Flex Tilt Head, um die Kamera auf dem Slider etwas anwinkeln zu können. Wer den Slider auf einem Stativ anbringen möchte, benötigt entweder eine 3/8-Schraube oder einen Adapter von 1/4 auf 3/8. Der Vorteil vom Slider One ist sicherlich, dass man ihn sehr gut transportieren kann. Durch die kompakte Abmessung findet er in jeder Kameratasche seinen Platz und fällt mit 500 Gramm nicht mal ins Gewicht. Abstriche muss man hingegen bei der Distanz machen, die zurückgelegt werden kann. Gerade mal 15 cm legt der Slider One zurück. Man kann somit gut und gerne von einem Makro-Slider sprechen. Für ein Gadget-Review-Video ist die Distanz perfekt. In vielen Situationen dürften die 15 cm allerdings zu wenig sein. Wenn die Ausrüstung soweit passt, fehlt noch eins: Talent. Oder netter ausgedrückt, Übung. Dem Nutzer bleibt nur eins übrig: Ausprobieren, Ergebnis kontrollieren und gegebenenfalls nochmal machen. Erst dann entfaltet ein Slider wie der Slider One aus dem Hause Edelkrone sein wahres Talent. Hierfür braucht der Nutzer vor allem Geduld. Aber ohne Lernen geht im Leben sowieso nichts. Üben kann man erfreulicherweise an vielen Gerätschaften in nahezu jeder Situation. Und sei es nur mit einer GoPro auf dem Tisch. Edelkrone bewirbt den Slider One damit, dass man beim Schnitt oft nur einen kleinen Teil des kompletten Slides verwendet. Beispielsituation: Ich filme mit dem Slider Plus Pro aus dem Hause Edelkrone einen langen Slide zu einem Produkt hin, kontrolliere die Aufnahme, füge sie in mein Projekt ein und fummele die Länge zurecht. Dabei wird oft vorn und hinten etwas geschnitten. Die große Länge des Slider Plus Pro gibt mir Puffer, den ich schmerzlos rausschneiden kann. Beim Slider One sieht es ganz ähnlich aus. Oft schneide ich den Anfang, wenn ich manuell losslide, weg und teilweise auch den Punkt, an dem ich zum Stehen komme. Beim Slider One werden diese Slide-Elemente allerdings auch weggeschnitten, um ein Stocken in der Aufnahme zu vermeiden. Die eigentliche Länge der Slides ist bei mir also oft kürzer als die möglichen 15 cm. Wie bereits erwähnt, kommt der Slider One mit einer 3/8-Schraube auf der Oberseite daher. Ich hatte schon einen 30€ Manfrotto-Adapter für meine GH4 im Warenkorb, als ich den Flex Tilt Head von Edelkrone entdeckte. Jener kommt mit einer 3/8-Fassung am Boden und einer 1/4-Schraube auf der Oberseite daher. Beides zusammen ergibt eine sehr gute Kombination, was Perspektiven und Ausschnitte anbelangt. Wer seine Gerätschaften gerne schützt und auch auf ein Hardcase wie beim Slider Plus hofft, wird leider enttäuscht. Edelkrone bietet kein Case für den Slider One an. Schlau ist man ja bei Edelkrone. Der Preis des Slider One wird erstmal hinter einem Button versteckt. Jenen gedrückt, könnte der ein oder andere vom Stuhl fallen. Die 15 cm Distanz bezahlt man mit 189€ exklusive Mehrwertsteuer. Das ist ordentlich Holz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es für 90€ bereits 1 Meter Slider gibt. Bei Edelkrone-Produkten spielt eben nicht nur die Qualität, sondern auch der Markenname eine große Rolle bei der Preisfindung. Mein letzter billiger Slider hat keine 6 Monate überlebt. Der Slider One ist inzwischen über ein halbes Jahr bei mir und funktioniert wie am ersten Tag. Ich muss allerdings zugeben, dass ich den Slider inzwischen nur noch als Base für den Flex Tilt Head verwende. Umso größer war meine Freude, als Edelkrone das Motion-Modul für den Slider One vorstellte. Ein Zubehörteil, das sich, glaube ich, jeder Slider One-Besitzer gewünscht hat. Edelkrone-typisch kommt das Motion-Modul in einem weißen Karton mit einem hübschen Krönchen daher. Im Inneren befindet sich ein Hinweis auf das YouTube-Handbuch sowie das Motion-Modul selbst. Ein Akku oder das passende Ladegerät muss der Nutzer selbst kaufen. Anders als beim Slider Plus können nicht verschiedene Akkutypen, sondern nur ein Canon LPE6 verwendet werden. Glücklicherweise hatte ich beim Slider Plus bereits auf diesen Akku gesetzt. Wer bisher noch keinen hat, kann sich freuen. Die Akkus von Drittanbietern sind sehr günstig auf Amazon verfügbar und haben mir bisher gute Dienste erwiesen. Auf der Unterseite des Motion-Modul befindet sich ein 3/8-Anschluss. Über jenen kann man das Slider-System auch weiterhin auf einem Stativ nutzen.
Um Slider One und das Motion-Modul zu verbinden, müssen die zwei Schrauben an der Seite des Verschlussmechanismus gelöst und die beiden Elemente unter den Schrauben entnommen werden. Sollte man den Slider jemals mal wieder manuell nutzen wollen, ist es ratsam, die Teile sehr gut aufzuheben. So einfach on the fly kann ein Wechsel von motorisiertem auf manuellen Betrieb nicht stattfinden. Persönlich habe ich hier zwei Akkus und ein Dual-Ladegerät liegen, sodass ich jederzeit ein Backup habe, wenn der Akku doch mal leer sein sollte. Bevor man den Slider One und das Motion-Modul zusammensteckt, muss auch der Widerstand auf 0 gesetzt werden. Im Anschluss setzt man beide Teile zusammen. Hierfür dreht man das Motion-Modulrad so lange, bis beide Geräte fest miteinander verbunden sind. Es gibt keinen Ein- oder Ausschalter. Sobald man die Batterie einsetzt, beginnt sich das Motion-Modul zu kalibrieren. Hiernach sollte man den Slider One nicht mehr manuell navigieren. Andernfalls muss man das Motion-Modul erneut kalibrieren. Adelkrone empfiehlt, die Ausrichtung ohne Zubehör zu machen. Persönlich lasse ich mein Flex Tilthead allerdings auf dem Gerät. Anders als der Slider Plus lässt sich das Motion-Modul per App steuern. Die App ist inzwischen für iOS und Android verfügbar. Sie zeigt den Vorteil von Bluetooth-basierender Bedienung. Euer Smartphone-Display zeigt viel mehr Informationen als der kleine Screen beim Action-Modul vom Slider Plus. In der oberen linken Ecke zeigt die App den aktuellen Status des Motion-Moduls an. Dazu gehört, wie voll der Akku ist und ob man mit dem Modul überhaupt verbunden ist. Über Set A und Set B können die Anfangs- und Endpunkte des Sliders eingestellt werden. Die App zeigt ganz genau an, wie viel Weg das Slider One zurücklegen wird. Ein Touch in Richtung der Pfeiltasten nach links bzw. rechts stellt die gewünschte Position ein. Eins oben drüber kann der Nutzer bestimmen, ab wann der Slider langsamer fahren soll, um ein möglichst wenig abruptes Ende beim Slide zu erhalten. Für den Start gilt dies natürlich auch. Über das Drehrad lässt sich die Länge des Slides bzw. der Speed einstellen. Umso langsamer der Slider fährt, umso länger dauert der Slide. Ist im Storyboard vorgegeben, wie lange ein Slide sein darf, kann man hierdurch sehr genau einstellen, wie lange der Slider One in Bewegung sein wird. Braucht man beispielsweise 20 Sekunden, variiert man den Speed so lange, bis die Dauer auf 20 Sekunden angestiegen ist. Über die Buttons A to B oder B to A kann die gewünschte Sliderfahrt programmiert werden. Drückt man B to A, macht sich der Slider auf den Weg zu Punkt B und fährt im Anschluss zu Punkt A. Die Strecken lassen sich über Loop auch wiederholen, sodass die Fahrt immer und immer wieder ausgeführt wird. Gestoppt werden können die Fahrten stets, wenn man den entsprechenden Button erneut drückt. Falls es nicht direkt losgehen soll, wenn man den Slider programmiert hat, kann man die Idle Time einstellen, um so zum Beispiel noch an der Kamera Record zu drücken, bevor der Slide losgeht. Die App bietet auch Optionen für Stop-Motion und Timelapse. Diese habe ich aber nicht ausprobiert. Der Slider One kann seine Programmierung auch ausführen, wenn das Smartphone nicht mehr mit dem Motion-Modul verbunden ist. Hat man beispielsweise eine Fahrt geloopt, kann das iPhone für andere Dinge genutzt werden und der Slide wird so lange weiter geloopt, bis die Batterie des Motion-Moduls ausgeht oder der Benutzer wieder die App öffnet und den Slide beendet. Damit der Nutzer auch ohne Smartphone weiß, ob ein Slide beendet ist oder sich das Motion-Modul kalibriert hat, gibt jenes Geräusche von sich, um darauf aufmerksam zu machen. Die Sounds lassen sich erfreulicherweise abschalten. Mit dem Motion-Modul wird das Slider One etwas dicker. Für mich heißt das, ich kann ihn nicht mehr so bequem transportieren wie zuvor. Meine nächste Kameratasche wird sicherlich etwas größer ausfallen. In meinen eher seltener genutzten Rucksack passt es problemlos rein. Geräte mit Bildstabilisator, wie zum Beispiel das iPhone 6s Plus, scheinen Probleme mit der Slider One und Motion-Modul-Kombination zu haben. Beim Nubia Z9 läuft alles flüssig. Dieses Smartphone kommt ohne Bildstabilisator daher. Eins muss man den Adelkron-Technikern lassen. Die Art, wie man den Slider One motorisiert hat, ist genial. Andere Hersteller hätten hierfür wahrscheinlich einen gänzlich neuen Slider, Slider 2, auf den Markt gebracht. Mit dem Motion-Modul hebt Adelkron den Slider One in eine völlig neue Klasse. Sowohl in Sachen Qualität, aber auch in Sachen Preis. Mit Steuern kostet das Motion-Modul 474,94 Euro. Das ist eine Menge Geld und es wird nur noch mehr, wenn man den Slider One dazu rechnet. Ich denke, die wenigsten Menschen werden das Motion-Modul kaufen. Gleichzeitig werden die Aufnahmen durch den Motor eindeutig besser und können die Produktionsqualität deutlich anheben. Was denkt ihr? Sind 15 cm Travel Distance wirklich über 600 Euro wert? Ab damit in die Kommentare. Sollte ich noch Fragen zum Slider One oder dem Motion-Modul offen gelassen haben, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench. Nachfolgend gibt es noch einige Beispielaufnahmen, die mit dem Adelkron Slider One und Motion Modul in Bewegung gesetzt wurden. Viel Spaß!